Ich freue mich, hier ein paar meiner Kollegen vom Kurtschatow-Institut und vom Energieministerium zu sehen. Doch man muss kein Kernphysiker sein, um den Unfall von Tschernobyl zu begreifen. Man muss Folgendes wissen. Grundsätzlich unterscheiden wir in einem Kernreaktor nur zwischen zwei Vorgängen. Die Reaktivität oder anders gesagt Spaltrate geht entweder nach oben oder sie geht nach unten. Das ist alles. Es ist die Aufgabe eines Reaktorfahrers, das Gleichgewicht zu halten. Uranbrennstoff. Wenn Uranatome sich spalten und kollidieren, geht die Reaktivität nach oben. Wenn man nun die Reaktivität nicht ausgleicht, steigt sie immer weiter an. Daher das Bohr in den Steuerstäben. Es reduziert die Reaktivität, wie die Bremse im Auto. Man muss noch einen dritten Faktor berücksichtigen. Wasser. Kaltes Wasser verringert die Hitze im System, während es gleichzeitig verdampft und Dampfblasen bildet. In einem RBMK-Reaktor wie der in Tschernobyl herrscht ein sogenannter positiver Dampfblasenkoeffizient. Was bedeutet das? Es bedeutet, je mehr Dampf im System vorherrscht, desto höher ist die Reaktivität. Das bedeutet mehr Hitze, das wiederum heißt mehr Dampf, was wiederum heißt... Man könnte nun meinen, wir hätten es mit einem Teufelskreis zu tun. Und das wäre auch so, gäbe es da nicht den... Und das wäre auch so, gäbe es nicht das hier, den negativen Temperaturkoeffizienten. Wenn der Kernbrennstoff heißer wird, wird er weniger reaktiv. Also, Brennstoff erhöht die Reaktivität, Steuerstäbe und Wasser verringern sie. Dampf lässt sie ansteigen, der Anstieg der Temperatur verringert sie. Das ist der unsichtbare Reigen, der ganze Städte mit Strom versorgt, ohne Rauch und Feuer. Und es ist faszinierend, wenn alles geregelt läuft. Wenn das Uran gespalten wird und Energie freisetzt, entsteht ein neues Spaltprodukt, Xenon. Xenon verringert die Reaktivität. Das ist das Gift, das Genossin Romjuk erwähnt hat. Läuft der Reaktor im vollen Leistungsbereich, verbrennt das Xenon noch, bevor es gefährlich werden kann. Aber wegen des Testaufschubs lief Reaktor 4 in Tschernobyl zeitweilig nur auf halber Leistung, 10 Stunden lang. Das Xenon konnte so nicht verbrannt werden. Es hat sich angesammelt, bis der Kern vergiftet war. Das Gleichgewicht geht langsam verloren. Um 0.28 Uhr schließlich bereitet man den Reaktor darauf vor, weiter gedrosselt zu werden. Und dennoch wird er in weniger als einer Stunde explodieren. Wenn Ihnen unverständlich ist, wie ein zurückgefahrener Reaktor explodieren kann, nimmt Ihnen das keiner übel. Schließlich arbeiten Sie ja nicht im Kontrollraum eines Atomkraftwerks. Aber wie sich herausstellt, haben die Verantwortlichen es auch nicht verstanden.